Delhis Sehenswürdigkeiten sind, ja, irgendwo da hinten. Es ist schwer zu sagen, denn Delhis Sehenswürdigkeiten sind derzeit kaum zu sehen. Zu dicht der Nebel, zu stark der Smog. Es ist die reine Qual in Indiens Hauptstadt. Die Augen brennen, der Hals brennt, dieser Smog tut richtig weh. Ich kann kaum atmen und ich mache mir Sorgen. Mein Herz ist nicht gut und die Belastung wird immer größer. Die Luftwerte im tiefroten Bereich. Das Ende der Skala ist erreicht, das Ende der Krise nicht. Sie spritzen Wasser, um den Dreck zu binden. Wenn es nur ein bisschen was bringt, wär's ja schon was. Autofahrer landen ungewollt in der Lotterie. Auf den Schildern ist zu lesen, dass heute nur Wagen mit geraden Nummern fahren dürfen. Morgen sind die ungeraden dran. Verstöße kosten Geld. Ich bin nicht aus Delhi und ich hatte keine Ahnung, dass heute plötzlich nur noch gerade Nummernschilder in die Stadt dürfen. Ich sah das Schild, wollte umdrehen, aber da hatten sie mich schon. Der Flugverkehr wurde ebenfalls eingeschränkt, ist ja auch nicht ungefährlich in dieser Suppe. Auf den Baustellen darf heute nicht gearbeitet werden. All das ein Herumdoktern an den Symptomen, dagegen regt sich Protest. Wir wollen, dass endlich was geschieht, dass sich wirklich was ändert. Wir wollen doch nicht ersticken. Die Regierung redet viel und tut wenig. Das geht doch nicht. Verkehr, Industrie, der Mensch ist das Problem. Er könnte also natürlich auch die Lösung sein. Könnte, wenn er denn wollte.